Ja, hey Leute, Mr. Semtex hier und zwar mit einem neuen Gameplay für euch nach der 10 Tage Pause. Ja, ich möchte dieses Video mal als ein kleines 100 Abonnenten Spezial und 10 Tagen Pausen Wiedergutmachungsvideo nutzen. Es ist ein Gameplay von dem Pandabolt in MW3, wie ihr sehen könnt. Er spielt Suchen und Zerstören und spielt diesen Modus richtig, richtig gut. So wie er hier spielt, so sollte es eigentlich jedes Mal laufen. Ich will aber kein Score oder irgendwas vorwegnehmen. Ich will euch die Spannung nicht verderben. Schaut es euch an und nehmt ihn euch als Beispiel. Ja, ich möchte dieses Video auf jeden Fall dazu nutzen, einmal all meinen bis hier, momentan, wo ich es jetzt gerade aufnehme, 104 Abonnenten zu danken, dass sie mich abonniert haben, dass sie Interesse an meinen Videos haben, woran auch immer speziell. Ich meine, ich lade ja mehrere Sachen hoch. Es würde mich wirklich mal brennend interessieren, wenn ihr einfach mal in die Kommentare reinschreibt, für welches Video ihr mich kommentiert habt, über wen ihr auf meinen Kanal gekommen seid, über einen Kommentar vom Killer Chris oder über eine Erwähnung beim Pitbull oder über ein Duel mit dem und dem oder irgendwas. Würde mich einfach mal interessieren, wie ihr mich so gefunden habt. Ich sag mal, ihr habt ja bestimmt nicht bei YouTube einfach mal Mr. Semtex eingegeben und oh Mensch, so einen gibt's ja wirklich, ich abonniere den mal. Ja, ich möchte das Video auch an anderer Stelle dazu nutzen, mich bei allen zu bedanken, die mich bisher so auf meinem Kommentatorenweg begleitet haben. An erster Stelle würde ich da auf jeden Fall den Dr. Kaboom nennen, denn ohne Dr. Kaboom hätte ich mir niemals kommentierte Call of Duty Gameplays angeguckt. Am Anfang habe ich mir immer seine Gameplays angesehen und wenn es ihn nicht gegeben hätte, hätte ich mir logischerweise nie Gameplays angeschaut und logischerweise auch nie mit dem Kommentieren angefangen. Deswegen, Dr. Kaboom, danke an dieser Stelle, dass du so geile Videos hast, dass es mich direkt so gefesselt hat, dass ich auf jeden Fall auch lange Zeit später dann zwar beschlossen habe, damit selber anzufangen, aber auf jeden Fall damit auch angefangen habe. Da möchte ich mich auf jeden Fall bei Commander Krieger bedanken, denn sein, deine Karriere auf YouTube, ich sag jetzt mal nicht einfach nur ein Video, das ist ja schon ein ganzes riesiges Projekt, hat mir wirklich eine super Anleitung gegeben, wie ich das Ganze machen soll, wie ich, hat mir viele Tipps gegeben, viele Sachen, an die ich auch gar nicht gedacht hätte, wo ich so gesagt hätte, ach mein Gott, ob ich jetzt zum Beispiel Username, ich denke jetzt mal, der Mr. Semtex, der ist schon durch die Semtex halt in Call of Duty relativ easy zu merken für Leute, die das Spiel spielen. Aber ich hätte sonst einfach meinen Standardkanal benutzt, den ich vorher auch hätte, aber das hätte ja keine Sau mitgekriegt oder sich merken können oder irgendwas. Deswegen auch für alle anderen Tipps, die er da gegeben hat, auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Dann möchte ich mich auf jeden Fall auch beim Mr. McTimbo, dem Pandabolt und dem Pitbull für ihre Gameplays bedanken, die sie mir bis jetzt gegeben haben. Ich sag mal, ich habe leider noch keine HDPVR, auch beim Chris natürlich auch, der hat ja meinen 5er Messerfeed aufgenommen. Und deswegen bin ich nun mal darauf angewiesen, Gameplays von anderen zu bekommen. Deswegen Dankeschön an jeden, der mir bisher Gameplays gegeben hat. Und auch noch ein kleiner Aufruf, wer seine Gameplays gerne mal sehen möchte, ein bisschen kommentiert haben möchte, kann mich auch jederzeit anschreiben, mir seine Gameplays zuschicken. Momentan nehme ich alles, weil ich einfach Bock habe, Call of Duty oder Battlefield zu kommentieren. So, dann möchte ich an dieser Stelle auch mich beim Tomicro-Player, beim Mr. Gameplay Germany 2 auch nochmal und auch beim 19Freestyler94 bedanken. Das ist A, den Freestyler-Clan gibt und B natürlich auch, dass ich damals aufgenommen wurde. Denn dadurch habe ich ja den Mr. Gameplay Germany 2 erst kennengelernt, habe mit ihm dann ja auch meine ersten Duels und ersten Versuche und sowas gestartet, ein paar Ideen ausgetauscht für die Olympiade und sowas. Jetzt machen wir auch unsere Ausgesetzt-Serie zusammen. Deswegen auch mal Danke an Chris, also den Mr. Gameplay Germany 2, dass er mich da so supportet und ich sag mal, er hat ja nichts davon, mich als Duel-Partner für Ausgesetzt zu nehmen. Ich kriege ja nur dadurch Abonnenten von ihm. Ich glaube nicht, dass das großartig andersrum passiert. Deswegen auch mal nochmal ein Dankeschön dafür an dieser Stelle. Da möchte ich mich natürlich auch beim Pitbull vom Kanal Die Alten DA bedanken. Ich war sein 52. Abonnent. Wir haben dann zusammen Little Big Planet 2 gespielt. Das war mein erstes sagen wir mal Let's Play oder irgendwas Kommentiertes, was auch immer ich überhaupt gemacht habe. Und weil das ja auch relativ gut ankam dann, also ich der Part von mir zumindest dann, also was ich geschnackt habe, relativ gut ankam, habe ich dann auch, das war so der entscheidende Kick gewesen, dann auch wirklich dann damit anzufangen. Und mittlerweile habe ich mit dem Pitbull ja auch schon einiges gemacht. Wir haben zusammen FIFA Street gespielt, wir haben auch das ein oder andere geplant, was wir vielleicht nochmal machen wollen. Lasst euch da auch nochmal überraschen. Wir spielen zusammen Minecraft und sowas. Macht schon wirklich Bock mit dem Pitbull, auch einfach nur manchmal mit einfach nur zu skypen oder irgendwie sowas, ist schon ganz geil. Genauso auch bei Mr. Gameplay Germany 2, das sind so Leute, mit denen könnte ich den ganzen Tag lang irgendwie rumtexten oder rumskypen oder rumalbern, rumblödeln oder auch der Fusion LP oder sowas und da wird mir nicht mehr langweilig bei werden. Und
Da möchte ich mich auf jeden Fall auch beim Fusion LP bedanken. Ich meine, mit ihm spiele ich ja zusammen Shakes and Fidget. Der hat mich erst auf die Idee gebracht, Shakes and Fidget zu spielen, wodurch ich bestimmt auch einige Abonnenten bekommen habe, weil, ich sag mal, jeder hat mich ja für ein anderes Video oder irgendwas geholt. Und ja, dann sei an dieser Stelle auch mal bei dir bedankt. Wen möchte ich noch erwähnen? Den Pandabolt, genau, wenn ich hier schon sein Gameplay zeige. Nochmal ein dickes Dankeschön, Pandabolt, dass du A, diese Aktion hier hast, dass man sich das Gameplay nehmen kann, um es selber zu kommentieren. Ich denke jetzt mal nicht, dass ich den Wettbewerb gewinnen werde. Ich würde mich natürlich tierisch freuen über die Game Capture, auf jeden Fall auch über den Sieg natürlich generell. Aber ich möchte mich auch nochmal bedanken dafür, dass du mich in deinen Top-Empfehlungen der Woche erwähnt hast. Ist ja auch nicht alltäglich. Ich meine, gut, du sagst ja immer, du nimmst jeden und du machst Werbung für jeden, aber du kannst ja auch nicht 5000 Leute da in der Woche zeigen. Deswegen, dass ich da schon in die Auswahl mit reinkam und auch so relativ schnell dabei gewesen bin, fand ich schon wirklich klasse. Kann ich nicht anders sagen, fand ich echt gut. Da möchte ich mich auch nochmal beim Lix bedanken. Ich dachte erst dadurch, dass ich an der Aktion mitmache und mir auch mal eine kleine Pause gönne, dass ich dadurch meine frisch gewonnenen, jungen, kleinen Abonnentchen dann auch schnell wieder verlieren würde, hatte ich echt Angst gehabt. Aber ich muss sagen, es haben ja sogar noch richtig Abonnenten dazugebracht. Ich war schon am überlegen, ob ich überhaupt wieder Videos hochlade. Denn in der Zeit, wo ich keine hochgeladen habe, habe ich im Schnitt mehr Abonnenten am Tag bekommen, als in der Zeit, wo ich welche hochlade. Und halt so ein kleiner Witz natürlich, werde ich weiter Videos hochladen. Deswegen sei Lex auch mal an dieser Stelle gegrüßt und auch nochmal bedankt. Da möchte ich mich auch beim Killer Chris bedanken, denn er hat ja auch einige Videos von mir kommentiert oder auch geliked und auch die Ausgesetzt-Serie beim Mr. Gameplay Germany 2 liked er auch, ja, soweit ich weiß, jedes Video, was er da sieht, wodurch natürlich dann auch wieder Leute kommen und mich sehen und etc. pp. Ich hoffe mal, dass ich niemanden vergessen habe. Ich werde auch jeden, den ich erwähnt habe, unten verlinken. Das habt ihr auch einfach mal verdient. Und hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe natürlich auch, dass ich noch viele, viele Abonnenten bekomme. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die ich erwähnt habe und bei allen meinen Abonnenten bedanken. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich bin raus, euer Mr. Samtex.